Aus irgendeinem Grund sind die Dateien, also Videodateien, in denen wir das Gestell von unserem Schrank, ich zeig euch das mal, das Gestell gebaut haben, weg. Sie sind irgendwie lost. Deswegen gibt es jetzt hier eine nachwirkende Anleitung. Das hier ist nämlich der Rahmen. Wir haben quasi ein Rechteck gebastelt. Das ist nämlich hier langlaufend bis ganz unten. Dann haben wir eine Latte hier zwischen gemacht, weil wir hier vorne extra Verblendung machen wollen, wo dann die Auslässe, die Luftauslässe von der Standheizung hinkommen. Ja, und dann haben wir diese tollen, ja, hier ist ein bisschen viel Müll, diese Rechtecke gebaut, die quasi den Halt dieses Schrankes bilden sollen. Was haltet ihr von dieser Konstruktion? Das ist schon sehr kreativ, oder? Ja, auf jeden Fall ist der Plan, hier noch ein Brett drauf zu bauen, damit man quasi Sachen reinlegen kann und die Standheizung quasi dann abgedeckt von dem Ganzen, was dann da reingeschmissen wird. Ja, und dann wird hier noch irgendwas stoffmäßig vorgeblendet und et voilà, fertig wäre dann dieser Schrank. Genau. Also, wir haben quasi einen Rahmen gebaut, in Kurzfassung, das Mittelstück gebaut, diese komischen Halterfüße. Dann haben wir hier diese Seitenwände gemacht, den Deckel drauf und die Türen. Und wie wir das gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt. Bei wunderschönem Wetter, in Schläppchen und Arbeitsklamotten, bin ich jetzt dabei, das jetzt Regal hier fertig zu machen. Ich habe jetzt die Deckplatte schon mal gesägt, aber bei unserem organischen Auto muss man immer so ein bisschen nachsägen. Deswegen habe ich erstmal nur den groben Rand gemacht und zeichne mir das jetzt dann halt nochmal ab, wie es genau sein muss, damit ich genau die passende Beuge habe für diese Sitzumrandung quasi. Ich bin im Garten, Mila ist auch da. Das Wetter ist heute mal richtig schön. Oh Wunder. Das ist unser Schrank. Und ich habe jetzt gerade schon mal die Türen hier angezeichnet. Unser Glitzerstift ist wieder am Start. Ich habe ihn wiedergefunden. Ich weiß gerade... Ja, jetzt ist, hier. Der Glitzerstift. Ja, bester Stift. Also ich habe jetzt hier einmal angezeichnet und das säge ich jetzt gleich ab. Und ja, wir haben uns dazu entschieden, zwei Türen zu machen. Eine große und eine kleinere. Weil an der einen Ecke ist es sehr, sehr eng. Und ich denke, da ist es besser, wenn wir dann ja eine kleine Tür haben. Weil sonst echt schwer wird, das aufzumachen mit der mit dem Küchenblock. Genau. Also... Fangen wir mal an. Wir haben uns jetzt gegen unsere fancy, keine Ahnung was, Türscharniere entschieden. Haben wir jetzt auf die Oldschool-Variante umgedisponiert. Simple is better. Manchmal doch tatsächlich hier. Was das war. Wir machen die jetzt hier fest. Mit diesen Schräubchen. Es ist auf jeden Fall weniger gefummelt. Als mit den anderen Scharnieren. Also die anderen waren eine ganz Katastrophe. Gerade festgestellt, dass es doch entscheidend ist, wie rum man das festmacht. Weil ihr seht ja hier, das Gelenk bewegt sich an einer Ecke. Und das sollte halt das Starre sein. Also da, wo das hier so abschließt mit dem runden Teil, das sollte das Starre sein. Und das Bewegliche sollte dann halt frei hängen. Ja. Sonst hakt, haben wir gerade gemerkt. Deswegen auch ein neues, aber diesmal andersrum. Hallo again. Hello. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Es ist ja schon sehr viel fertig, wie ihr seht. Ja. Wir machen jetzt so ein paar Feinarbeiten. Wir haben uns gerade schon
eine Stunde mit dem scheiß Ausziehtisch beschäftigt. Es war wieder organisch. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, weiter raus, weiter rein, weiter. Das passt irgendwie immer noch nicht so ganz, aber. Ja. Passt halt jetzt. Ja, so ist halt irgendwie. Genau, ich widme mich jetzt den Polstern, diesen hier. Und Melli macht mal wieder Schablonen. Macht wieder Schablonen. Das ist einfach, ich kann das halt einfach nicht. Ich bin da zu ungeduldig für. Ja. Ja, aber das ist ja gut. Wenn man zu zweit ist, dann kann jeder das tun, was er besser kann. Ja. Also, let's go. So, für diesen kleinen Schrank hier macht Melli nämlich jetzt eine Schablone. Damit wir unseren Deckel hier auch drauf kriegen. Weil doch, es ist ja alles hohl da drin. Ja, und wir hatten das schon mal zugeschnitten. Wir haben uns aber dann dazu entschieden, das Brett, was ihr da seht, zu nehmen, weil das dann einfach schöner aussieht. Und deswegen machen wir jetzt eine neue Schablone. So, ich habe mir das jetzt einmal angezeichnet. Ich habe es mir zuerst oben angezeichnet, aber normalerweise ist ja immer beim Sägen, dass die Oberseite diese Splitter kriegt, weil das ja nur laminiert ist. Deswegen habe ich es mir jetzt nochmal auf die Unterseite gezeichnet. Ich hoffe, diesmal richtig rum. Einmal habe ich es nämlich falsch rumgemacht. Werde ich es von der Unterseite sägen, damit die Oberseite halt schön glatt ist. Let's go! Nun, der spannende Moment. Passt das Gerät oder passt das Gerät nicht? Ein bisschen Spack hier. Da, ne? Ja, da muss man noch ein kleines Stückchen. Ja, weil das höher ist. Die Pappe war halt dünner. Ja, ja. Dann ist sie halt oben nicht dran gestoßen. Aber ansonsten sieht schon ziemlich nice aus. So, ich habe mir jetzt einmal die Maße angezeichnet und jetzt wird gesägt. So, Melli, was tust du gerade? Ich schraube jetzt mein wundervolles Board, was ich mit der Schablone kreiert habe. Wundervoll, oder? Ich musste einmal nachsägen, aber sonst passt eigentlich ganz gut. Ist dann nur einmal von unten wie eine Arbeitsplatte ganz normal festgeschraubt. Genau. Das zeigen wir euch jetzt. Diese ganze Schandtat ist halt auch versteckt. Ja. Beautiful. Hui! Mit Weiß. Schwung! Mit Wind, die Wind. So, wir kleben jetzt unsere letzten Latten an den noch hinzugefügten Schrank. Den da. Für unsere Heizungsabdeckung quasi. Ich bin hier meinen Apfel im Hintergrund am Essen, so richtig am Schmatzen, Alter. That's life. Upsi. Das nehmen wir einfach Montagekleber. Wir haben ihn schon vorgestellt. Wird natürlich unten verlinkt. Genau. Also mit Patex haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit No-Name-Produkten nicht so. Um ehrlich zu sein. Dazu kommt, Michelle steht auf den Geruch. Ja, ich weiß nicht, riecht der auch so nach Minze? Ich weiß gerade nicht. Der war so geil, der andere. Wir machen so ein bisschen Schlängerlinien und dann... Ja, ja, weil die Leiste halt so leicht oval gebogen genau, ist. Genau, ist ein bisschen gewölbt. So, dann legen wir das einmal an und festdrücken. Wundervoll. Ja, sieht einfach viel besser aus. So, und jetzt kommen die anderen dann einmal in die Schnelldusche laufen. So, das war's auch schon mit unserem neuen Video zu unserem Extra-Schrank, wie wir ihn so schön nennen. Also es ist immer unser Extra-Schrank. Extra-Schrank deswegen, weil er einfach quasi die Standheizung versteckt und vielleicht als Schuhschrank dann dient. Ja, Schuhschrank / alles mögliche Schrank, um es besser zu sagen. Ja, also wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Beim nächsten Video zeigen wir euch dann, wie wir unsere Sitzecke gemacht haben, also unsere Sitzbänke. Und ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und wir haben die 1000 geknackt, Leute. Wir haben die 1000 Abos geknackt. 1000 Dank. Ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wow. Okay.
Okay. Baum fällt. Das hätte die Jungs vom Sägewerk nie besser hinkriegt. Da wundervoll ist das, mein Freund. Ja.